Gibt es Momente, in denen Sie sich denken, ich wäre einfach nur gerne Fußballtrainer? Ja, gab es zuhauf in den letzten Jahren, aber es ist nun mal so, dass sich der Sport ja manchmal die Gesellschaft abbildet und umgekehrt, deshalb und der Fußball so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft, der manchmal ist. Deshalb wird man oft zu Dingen befragt, bei denen man kein Experte ist. Manchmal ist es dann auch besser zu schweigen, wenn man nicht mehr als Halbwissen hat, so wie ich jetzt in dem Moment, jetzt in dem geopolitischen Konflikt, ist dann auch mal besser zu schweigen. Aber so ist es. Wir spielen auf dem höchsten Niveau und der Sport vermischt sich mit der Gesellschaft und der Kultur und den politischen Themen offensichtlich und deshalb gehört es dazu. Nee, in Chelsea war es auch extrem natürlich, weil damals auch durch die Russland-Ukraine-Krise und den Krieg dann in Wechsel des Ownerships stattgefunden hat. Und in England spricht ja dann eigentlich auch nur der Trainer für den Club. Da war ich auch dann in vorderster Front dabei und habe um Worte gerungen. Und in Paris war Corona, deshalb gibt immer was zu tun, gibt immer ein paar Nebenschauplätze, aber... Jetzt ist natürlich sehr traurig. In England war der Anlass sehr, sehr traurig. Und klar, deshalb wäre eigentlich schöner, oder wir versuchen mit dem Sport ein bisschen abzulenken, einfach abzulenken, Freude zu schenken, Emotionen uns selber auch abzulenken davon. Das ist das, was wir tun.